nochmal von da oben eine herrliche Sicht da zur Emme runter. Und da hinten, da, genau da hinten, ist das Brienzer Rothorn. So, jetzt haben wir schon einen kleinen Abstieg wieder gemacht. Und da vorne die Alp. Und da geht es runter nach Apkern und sieht sogar bis ganz unten zum Thunersee. Und ein bisschen noch links davon wäre Interlaken. Und das ganze Simmental, das ist dieses Tal hier, sieht man auch. Ah, ist einfach schön. So, jetzt müssen wir doch weiter. Das da hier unten ist alles Moor. Ich glaube sogar das größte Hochmoor der Schweiz. Auch im Herbst natürlich sehr schön anzuschauen. Da ist ein großer Erdrutsch runter und ziemlich weit. Und auch da drüben, da ist wahrscheinlich auch etwas runtergekommen. Noch nicht so vor langer Zeit. Ist auch ein neuer Rutsch. Und wie gesagt, hier unten entspringt die Emme. Und dieser Rutsch ist bis da weit runter. Und der Wanderweg wird da hier auch immer interessanter. Wirklich schon fast ein Bergweg. Wobei, wir sind ja hier eigentlich auch schon in den Bergen. Und hier, da in diesem Tal da, ist Sörenberg. Und der Übergang hier auch zur Emme. Und da vorne, etwa hier, ist ein großer Durchbruch. Da macht die Emme einen riesigen Bogen. Und übrigens, da hier, das gehört jetzt schon zum Emmental. Emmental macht hier oben eine Grenze. Und nochmal auf diesen Rutsch runter. Und da die ganze Prinz-Rothorn-Kette. Und hier drüben kommt auch noch so ein Spitz zum Vorschein. Diese Stimmung da oben. Es ist einfach wunderschön. Dann diesem Hang da vorne sind wir jetzt entlang gekommen. Und da unten das Hochmoor. Ist alles geschützt. Da über diese Ebene, da unten bin ich früher auch schon mal. Und dann durch diese Lücke. Und ganz hinten
ich probiere es noch näher ranzuholen. Dort ganz hinten, das ist der Jura. Jetzt haben wir einen ganz schönen Wanderweg da oben. Da an dieser Seite da vorne sind wir entlang gekommen. Und da vorne das Alpenpanorama. Es gibt einfach nichts Schöneres. Da bin ich zu Hause. Und hier unser Weg. Und da oben noch alles voll Blumen. Ich habe jetzt schon ziemlich an Höhe verloren und sieht auch schon wieder ganz anders aus da unten. Auch die Vegetation hat sich schon ein bisschen verändert. Und da haben wir noch einen ganz schönen Weg. Und jetzt geht es da noch in einen Graben rein. Da kommt wahrscheinlich auch ab und zu mehr Wasser als jetzt. Auch wieder eine ganz schöne Stelle und der Weg ist auch sehr schön mit Blick auf die Brienzer Rothornkette. Zum Teil ist ein bisschen nass, aber wenn das nicht schlimmer wird, geht das. Oh, und oben diese Berge, ist gewaltig. Oh, hört ihr das Wasser? Wie das pluppert. Ein schönes Brückli. Und das ist ein Militärverein, die das gemacht haben. Und da vorne endlich das Bänkli. So, da machen wir jetzt doch eine Pause. Das gibt Durst. Prost. Prost. Können wir noch synchron trinken? Beide zusammen. Aha, so, ja. Aha, ja. Mhm. Du lässt gerade die Flasche. Ja, da hier haben wir fast einen Bach im Weg. Aber wir haben beide gute Schuhe an. Und da macht das nicht so viel, hier durch diesen nassen Bereich zu wandern. Es ist halt immer noch ein Moosboden. Und da, das sind alles voll Heidelbeersträucher. Ganz schön. Und dieser alte Baum da. Ha. Und da drüben ist noch einer.
Und da unten auch noch ganz viele. Sehr ein romantischer Wald. Ein Bergwald. Und das sind alte Tannen da. Da sind wir jetzt übrigens am Abstieg nach Kemmeribodenbad. Bis jetzt war er nicht schlimm. Jetzt hat der Abstieg wirklich begonnen. Das muss ein alter Saumweg sein, wo wir da drauf sind. Eventuell vielleicht sogar noch von den Römern, das weiß ich nicht sicher. Aber ist somit alles mit Steinen und ist ein bisschen mühsam da zum Gehen. Und soviel ich weiß, ist das jetzt fast der ganze Weg so. Man muss einfach ein bisschen aufpassen, dann macht das nichts. Sind auch wieder zwei zusammengewachsen. Schaut, da ist noch ein kleiner Wasserfall. Und da unten geht das weiter. Ja, das hat wahrscheinlich die Rupp bestellt, diesen Baum da unten. Sieg bestätigt es auch. Jetzt müssen wir da schauen, es ist ihr zwar nicht ganz gelungen, den noch ein bisschen tiefer zu legen. Und der Weg ist auch miserabel. Aber ja, das ist ja Jammern auf hohem Niveau. Jetzt probieren wir da unten durchzukommen. Vielleicht dann halt mit einer Beule am Kopf. Aber ich bin ja in der Pflege ausgebildet und weiß, wie man das behandelt. Das ist also kein Problem. Ja, es geht, ich bin gar nicht so groß. Aber da auf diesem Holz könnte es noch ein bisschen glatt sein. So, es ist gegangen. Und da ist jetzt doch gerade ziemlich steil, wo das runter geht. Aber ich habe das bei der Planung auch schon gesehen. Und sobald wir dann an die Emmer runterkommen, ist es nicht mehr so schlimm wie hier. Und man darf einfach nicht vergessen, wir sind in den Bergen. Und wir haben ja jetzt genug Zeit und müssen nicht springen. Jetzt kommen wir wieder ein bisschen aus dem Wald raus. Da unten sehe ich eine schönere Straße schon. Und es sieht fast so aus, wie wir schon bald unten sind. Da noch ein Blick an die Prinz-Rothorn-Kette. Da interessante Felsformationen.
Und hier eine Autobahn für Wanderer. Aber wir sind die Einzigen. Bis jetzt waren nicht so viele unterwegs, was mich sehr erstaunt hat. Wir kommen jetzt da schon bald an die Emmer runter. Und Kemmeriboden ist auch nicht mehr weit. Es ist toll heute. Sehr schöne Wege. Bisschen viel nass. Und ich glaube, man hört ein bisschen schon da unten das Rauschen. Endlich wieder ein paar Häuser. Und doch auch noch jemand anderes, der am Wandern ist. Nicht nur wir. Da hier geradeaus, hinter dieser großen Scheune, sieht man Richtung Sauwiedeli. Schön. Und da die Bergwelt. Die Prinzer-Rothorn-Kette. So, wir haben wieder so einen blöden Weg mit diesen großen Steinen drin und das glaube ich jetzt wieder bis ganz unten. Wir hatten jetzt lange ganz einen schönen Weg. Aber hier ist noch der letzte große Abstieg zur Emmer runter. Und da kommt auch wieder seine markante Wand zum Vorschein. Und übrigens, da hier drüben, das ist schon Kanton Luzern. Schaut euch mal diesen Weg an. Eine Katastrophe. Das ist jetzt wirklich schwierig. Der Abstieg, man muss sehr aufpassen, dass man die Füße schön anhebt. Sonst stolpert man hundertprozentig sicher darüber. Und ist eine lange Strecke so. Also das ist jetzt wirklich nicht für alle Wanderer geeignet. Darunter. So ein schlimmer Weg. Es wird immer steiler. Und da hoch, wow, nein, danke. Und vorher kamen noch zwei hoch mit einem Fahrrad. Nein, das wäre ja fast Mord. Aber hier kann man jetzt doch ein bisschen besser gehen als ganz oben. Aber es ist wirklich steil da. Und ein sehr gutes Seil, einem Seil gesichert. Boah.
durch diesen Graben da vorne, das bildet auch die Kantonsgrenze. Das, was links ist, ist Luzern. Und das, was rechts ist, ist Kanton Bern. Und da hier drüben, alles auf der rechten Seite von der Emme, ist Kanton Luzern. Da wurde der Weg wieder ganz schön gemacht. Nach dem heftigen Abstieg bin ich jetzt froh, dass da hier der Weg wieder ein bisschen besser aussieht. Und da haben wir jetzt noch den letzten Abstieg vor uns an die Emme. Und die fließt hier unten in einem tiefen Graben. Oh, da hat es noch was zum Naschen. Probieren wir mal, ob die da gut sind. Ja, die sind besser als oben. Oh, da hier ist es ganz schön romantisch. Da kommt wieder ein kleiner Bach runter. Das ist jetzt die Emme. Diese Brücke, auf der ich hier jetzt stehe, die gibt es nicht mehr. 2 Tage nach unserer Wanderung ging auf der Lombachalb ein sehr starkes Gewitter nieder. Dabei schwoll die Emme sehr stark an und riss alles mit sich, was ihr im Wege stand. So auch diese Brücke. Auch unten im Kemri-Bodenbad war alles überflutet. Auch das bekannte Restaurant. Es ist für mehrere Monate geschlossen. Da geht es jetzt doch ziemlich steil runter. Und hier ist auch noch eine Sensation. Da überqueren wir jetzt die Kantonsgrenze und kommen für ein kurzes Stück in den Kanton Luzern. Also vom Kanton Bern rüber in den Kanton Luzern. Und wie gesagt, da der Fluss, das ist jetzt die Emme, die durch das ganze Emmental fließt.
Wir sind schon bald am Ziel. Da hier gibt es auch noch was Interessantes, nämlich die Kantonsgrenze geht hier diesen Hügel hoch und irgendwo da oben am Hügel entlang. Das ist sehr atypisch. Normalerweise gehen die Kantonsgrenzen irgendwo auf einem Hügel oben durch und nicht so wie da, irgendeinem Hang. Da stehe ich wieder auf der Kantonsgrenze. Da auf dieser Seite ist Luzern und da komme ich wieder in meinen Heimatkanton Bern. Die Route ist zwar nicht einverstanden, aber das ist jetzt mir egal. Weil sie kommt ja aus dem Kanton Luzern. Da kommt auch noch ein Bach nach vorne. Mit diesem Bach zusammen hat die Emme doch schon ziemlich Wasser. Und jetzt geht es unter diesem Bogen durch. Und da noch ein Blick, die Emme runter. Sehr schöner Weg, da auch verschiedene Skulpturen. Die Emme hat heute nicht so schönes Wasser. Ist auch irgendeine Skulptur. Schrotkunst. Da geht es ziemlich steil runter. Da oben hat es noch eine Galerie. Und jetzt geht es da ein bisschen der Straße entlang. Wir kommen unserem heutigen Ziel, Kemmeri Bodenbad, immer näher. Das ist nämlich das da vorne. Es war eine schöne Wanderung. Ziemlich langer Aufstieg. Und jetzt der Abstieg, der hat es in sich gehabt. Mit diesen großen Steinen im Weg war es doch ziemlich schwierig, den Abstieg zu meistern. Aber wir haben es geschafft und kommen jetzt dann da vorne an unser Ziel. Ich danke, dass ihr uns begleitet habt auf dieser schönen Wanderung an den Ursprung der Emme. Die nächsten Wanderungen werden jetzt der Emme entlang sein bis zur Mündung in die Aare. Nochmal besten Dank und ein andermal. Jetzt haben wir unser Ziel erreicht, Kemmeri Bodenbad.
und ein wahnsinnig schöner Eingang.